Hallöchen und willkommen zurück bei Let's Play Inazuma 11 Go, Chronostones Donnerknall. Wie wunderschön die Bäume im Wind wippen. Wunderschön. Aber wir haben was anderes zu tun, als Bäume anzugucken. Wir reisen zurück nach Sanctum. Die geheimnisvolle Insel, bekannt als Inazuma 11 Go, den Vorgänger. Habe ich dich schon mitgenommen? Ich glaube schon, das lasse ich dich mal. Muss nicht unbedingt sein zweites Match. Nee, bei dir nicht. Wie konnte ich diesen Hund mit diesem Hund verwechseln? Ich bin doch dumm. Waff! So, die Windhunde. Habe ich die nicht schon mal gesehen? Ich habe da. Ich habe schon Rodent. Die kriegt man auch so. Hundeposter. Aha. Homer. Ein Homer in der Mannschaft wäre schon ziemlich cool. Crawler. Wir brauchen alle nur ein Hundeposter. Okay. So, für diese Gruppierung gibt es einige. Hier steht es 18. So, wir brauchen alle nur ein Hundeposter. Sind das hier? Die muss man nur besiegen. Und dann kann man sie bekommen und hier wahrscheinlich anwerben. Such den Spieler anzuwerben, ihn zu besiegen. Juckt mich nicht. Denn ich habe Jebel und ich bin glücklich. Und die wähle ich gleich mal ein. Die ist doch ganz neu. Wo bist du? Hier. Geh mal hier rein in die 5er Aufstellung. Geh mal dafür anstelle von Faye. Dann rüste ich dir gleich mal aus, dann rüste ich gleich mal entjungfert. Spieltechnisch. So. Da haben wir nichts, rostiger Anhänger. Gib mir mal Chapel. Hier, warum nicht? Armband. Glück. Ausdauer. Zack. Schuhe bekommt sie auch was Gutes. Für Schusskraft. Das hat schon mal 40. Super. So, dann ein kleines Match gegen den Chef. Team Otaku. Die Otaku sind die Besten. Also, the stage is yours. Links. Rechts. Oh, da kommt eine Technik. Oder eine... ohne Technik, Defensivstreich. Und da fliegt die Kleine. Eieiei. Das sollte ich jetzt nicht sehen. Her mit dem Ball. Und mit Chebel sich wieder erholt. Links. Kralze sich den Ball, wenn es nicht so weit weglaufen würde. Wo rennst du denn hin? Du bist doch besoffen. Helmet. Jetzt aber, ohne Technik, haust du das Ding schon rein. Oder auch nicht. Moment, das kriegen wir schon hin. Links. Rechts. Ja, damit. Ab zu Chapel und rein das Ding oder auch nicht. Rechts. Ha. Erhol dich. Und rein das Ding. Mit dem Volley. Das sieht cool aus. Boom. Und. Fast erschöpft. Das kriegen wir noch hin. Jebel, lauf ein bisschen. Und. Boom, bada. Bam. Jetzt ist er erschöpft. Okay, dauert noch einen Schuss. Lauf doch hin. Links. Best Shot ever. Links. Lauf ein bisschen.
Und? Was für eine schwere Geburt. Komm schon. Rechts. Das schaffen wir noch zeitlich. 3 Sekunden, ne. Das war aber knapp. Gut, dann kriegt sie den ersten Schuss irgendwann anders. Sorry. Naja. Weiter im Text. Wie mich mit sowas immer so übelst lang aufhalte, mit so einem Schwachsinn. So, jetzt muss ich wieder zum Inerbus, zum Inerzumer Zeitbus. Den habe ich hier vorne gepackt. Dam, 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 dam. Und dann zurück nach Sanctum. Kann ich einfach so gehen? Ich bin dumm. Ja. So, dann reisen wir mal los, nachdem wir aufgeladen haben. 30. Ah, ganz knapp geht das schon. Okay, dann Zeitsprung! Mit der Warp-Funktion unseres Zeitbusses können wir direkt nach Sanctum fliegen. Ja gut, das ist ja kein Zeitsprung, eher ein Ortssprung. Wow, der kann sich gerade durch Zeit und Raum bewegen. Das nenne ich mal nützlich. Aber hallo, nützlich ist noch untertrieben. Schnall dich besser an, meine Liebe. Aber hallo. Auf geht's nach Sanctum! Der Bär ist so fertig. Tatsächlich Sanctum. Ach, wie geil, dass ich hier nochmal hinkomme. Das ist also Sanctum. Was schnüffelt er so? Das hat sich überhaupt nicht verändert. Am besten trainieren wir im Stadion. Da haben wir genug Platz. Kommt mit. Er steht in der Mitte der Insel. Ja, das Stadion, das wir nicht bei Inazuma Eleven Go gesehen haben, dann hätte ich meine Schatten mit der Lichtversion irgendwie verbinden müssen. Dann wären wir hinten weiter nach hinten gekommen und hätten gegen das, wie heißt das? Gegen eine bestimmte Mannschaft gespielt, die dann sozusagen aus Beilong und aus Tezcats Team zusammen entstanden wäre. Ich weiß gerade den Mannschaftsnamen nicht. Irgendwie Dunkle Engel oder so ähnlich heißt das, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, gegen die hätten wir spielen können in einem Stadion. Gut, das haben wir nicht gesehen, aber vielleicht kommt das noch irgendwann einmal. Wenn ich mal jemanden treffe zum Verbünden. Jeder wohnt zu weit weg. Es gibt so wenig Leute, die Inazuma Eleven zocken. Und die Leute wohnen auch noch übelst weit weg. Das ist so doof. Naja. Gehen wir mal in die Mitte der Insel. Herr Dr. Kryptix, haben Sie vielleicht auch einen Zug zu den Kampfgeistrüstungen für uns? Kampfgeistrüstungen? nun ja. Sie wissen doch alles. Sie sind ein Doktor. Und aus der Zukunft. Betrüblicherweise nicht. Oh. Sie sind dumm. Mein Spezialgebiet ist die Raumzeittheorie. Bedauerlicherweise ist mein Wissen über den Fußball äußerst beschränkt. Dann hilfst du uns ja sehr viel. Ja. Dann müssen wir eben mit Herz und Seele trainieren. Ohne Schweiß kein Preis. Du sagst es. Die Mädels bleiben hier stehen. Oh, wo ist denn Dr. Kryptix? Er ist nur verschwunden, weil er nicht mehr gebraucht wurde. Oh, interessant. Was für ein rastloser Mann. Er kann sich teleportieren. Beginne dein Training auf Sanctum. Und da gibt es schon Karten. Es wäre so cool, wenn hier Tezcat und Beilung dabei wären. Sanctum Eremiten. Könnte schon sein. Ameliothyst. Amethyst. Tut mir noch nicht. Anzwerben besiegen. Wird verfügt, wenn das Hauptspiel abgeschlossen wurde.
Ah, es könnte sein, dass hier doch jemand ist. Irgendwie recht stark, ja. Das wäre cool. Gut, da gibt es noch einen kleinen Shop. Was gibt es hier zu kaufen? Wenn ich hier irgendwie durchkomme. Hallo? Kommt ruhig näher, Matrosen. Schaut mal, was ich hier habe. Was hast du denn? Matrosenschuhe, Matrosenhandschuhe. Annahme und Schusskraft 5. Cool. Wie kann ich mir leisten? 6 an der Zahl. Gut, meine Mannschaft ist noch relativ schwach, rüstungsmäßig. Da kaufe ich mal hier 2. Jo, ausrüsten tue ich dann selbst, also ne. Und einmal Matrosenhandschuh für den lieben Jean-Pierre. Zack. Das andere mache ich lieber mal so. Einmal würde ich es echt auf Chapel geben. Das ist so ein praktischer Screen hier. Schon krass. Sieht man auch direkt gleich die Unterschiede. Zack. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob jetzt... 30 andere Stürme, derzeit wäre noch Victor. Sonst hätte ich auch noch Lucien. Der auch schon 63 hat, das wäre auch ziemlich krass. Kaiser hat 48, das wäre auch nicht so schlecht, der ja auch ganz gute andere Werte hat. Aber die beiden sind nicht gerade so angetan derzeit, deshalb weiß ich nicht, ob es das Ausrüsten jetzt für die beiden jetzt lohnt. Oder Faye natürlich, genau. Der ist ja auch noch da. Aber 63 ist auch schon ziemlich gut dabei. Victor 75, da ist Chapel jetzt. Ha. Was für eine Ironie. Sie hat niedrigste Schusskraft. Na egal, dann geben wir mal Victor die Schuhe. Da der jetzt noch mit den Raimundschuhen rumläuft. So 79, passt genau. Handschuhe haben wir schon. Ist hier noch irgendwas anderes? Eine Kiste. Leicht übersehbar. Mit Hingabeschuhen. So meine Schuhe. So, was bringen die? Hingabe. Schusskraut 2, Tempo 6. Ah, das wäre vielleicht was für die... Ah, das liegt wieder nicht. Schade. Warte, Moment. Sortieren. Geht nicht, schade. Ist ein bisschen wild, wenn man dann nicht die Position sieht. Das wäre sehr gut bei Verteidigern. Wo ich derzeit. Gut, die sind alle weg. Gebe ich es mal Smiley, die kann ich auch ausrüsten, alle einzeln. Smiley ist irgendwie ganz cool, ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich wegen der coolen Zunge. Irgendwie ist die cool und immer fröhlich. So. Dann geht's hier zurück. Wahrscheinlich schon. So. Wer seid ihr? Ein Fußballspielchen? Klar. Los. Jetzt lassen wir es krachen. Dann lass es mal scheppern. Garnet! Teuerwillen. Ach, wie cool. Garnet kenne ich auch noch. Ist ja super. Wie man hier alles trifft. Das ist ein cooles Trikot. Ich will es haben. Jetzt gleich sofort. So. Schießt ein Tor, kein Problem. Ich weiß, wer schießen könnte. Mal gucken, ob es klappt. Wahrscheinlich eher nicht, aber Versuch macht klug. Boom! Fast. Das kriegen wir hin. Nummer 2. Ah, Wally. Sieht stylischer aus. Woo! Er springt schon. Fast schon erschöpft. Das könnte was werden. So, und
erschöpft. Läuft ja wunderbar. So, Travis muss nur noch ausweichen. Links. Ah. Ha. Okay. Ladies and Gentlemen. Du blitzt so komisch. Keine Ahnung warum. Juckt mich nicht. Aber. Chapels Entjungferung. Wie dumm sich das anhört. Boom. Woo. Chapel is back in the game. Futuristik-Trikot. Ach, super. Das ziehe ich gleich an. Das ist ja cool. Alles war Diamond, oder? Moonsis? Ach, warum nicht? Komm her, komm her, komm her. Gerade wäre ein bisschen cooler gewesen, aber... Naja. Warum nicht? So, erstmal neues Trikot. Das war bei Informationen. Nein, da war es auch. Das war bei Taktiken. Da war es schon dreimal nicht. Das war bei... Wenn da hier. Das sieht cool aus. Farbe, Farbe. Story. Ah, geht das nicht? Hm. Na, ich hab's zumindest. Ist doch auch schon mal was. Wir haben noch eine kleine Mitzekatze. Oder eher einen Hund. Wuff, wuff. Gott, wie es hier aussieht. Wie bei Hottentotten. Du bist die Kartengeberin, du warst ein Vogel. Du bist wichtig, mit dir will ich reden. Hallo? Chip! Danke für das Gespräch. Jetzt weiter tief in den Dschungel. Windige Weide. Neue Gegnerz. Du kommst auch ein bisschen bekannt vor. Ihr da. Ihr mit den langweiligen Frisuren. Los, lass uns Fußball spielen. Alle spielen alle noch Fußball, okay. Sind nicht gerade so abgewidert davon. Nive kenne ich noch, aber... Strands oder wie die hieß, konnten die jetzt gar nicht. Die ganz knappen? Na, dich kenne ich irgendwie gar nicht. Hm, na egal. Rechts? Ich kann ja nicht jeden kennen, da gibt es so unglaublich viele tausende Spieler. Deshalb tut's mir leid. Cyberdribbler. Cool. Jebel. Du bist zu langsam. Flammengriff. Awesome, Lee. Gecatcht. Ab zu... Zack, zu Jebel. Und wenn es gut klappt. Super. Mehr Glück als Verstand. Und. Schattenschlag. Zack. Boom. Naja, Weltklasse. Ein bisschen übertrieben. Aber. Das war schon mal nicht schlecht. 28, super. Noch ein neuer Spieler? Tatsächlich. Das geht ja flott. Charlotte? Warum nicht? Komm auch mit. Jeder will mitspielen. So. Was bist du für ein Kollege? Charlotte? Charlotte. Warum muss man unweigerlich weinen, wenn man sein Gesicht sieht? Das frage ich mich auch. Ein Torwart, sehr schön. Kann man immer gebrauchen. Zwar hier kann ich hingehen, das ist schon ein bisschen auffällig oder auch nicht. Hier kann ich hingehen. Aber eine Kiste oder sowas ist ja nicht versteckt. Oder irgendwas. Hier ist noch ein Papagei. Zwitscher.
Der ist so sehr auf Twitter aktiv, glaube ich. Dieser blaue Vogel. So, hier ist dann leider nichts. Ebenfalls nichts in diesem Bereich. Nö. Wenn, dann wäre es ziemlich fies versteckt. Das ist auch gemein. So, es müsste ja bald da sein. Ah, da gibt es Techniken zu kaufen. Magmabögen, Bumerang, Lupfer, Defensivstreich. Oh, nicht schlecht. Aber, ne, danke. Ist nichts gerade Spannendes dabei, muss ich ehrlich gestehen. Hm? Was? Protokoll Omega. Die Musik. Mike. Jetzt checke ich auch das mit der Ginyu Force, genau. Ich gucke auch, wer es nicht weiß, auch bei Yellow Seacoast, und ich denke mir bei manchen Videotüten echt. Hä? Warum? Weshalb? Ich gucke jetzt nicht aus Spoilergründen, aber bei manchen Titeln denke ich mir echt, hä? Jetzt checke ich das. Juliet. Lima. Ist das geil. Golf. Und Hotel. Ist das krass. Was für eine Dragon Ball Z-Anspielung. Alpha ist unser Befehlshaber. Ihr dürft uns Elite-Kommando A5 nennen. Oder das Ginyu-Sonderkommando. Kriege ich die noch zusammen, alle von Ginyu-Sonderkommando? Ginyu, Riz, Bata, Rikom und Guldo. Ich glaube, das waren die 5. Ja, sowas habe ich im Gehirn drin. Ich bin kaputt im Kopf. Ist das dumm. Elite-Kommando A5? Ein Fußball-Elite-Kommando. Zufällig bestehen das 5 Spielern. Er selbst wurde auf diese Insel gekommen, um zu lernen, wie man Kampfgeist ausrüstet. Hm? Da müsste wirklich verzweifelt sein. Wir können es allerdings nicht zulassen, dass ihr noch stärker werdet. Es ist an der Zeit, euch eine Lektion zu erteilen. Wenn wir mit euch fertig sind, wird die Lust auf Fußball ein für alle Mal gründlich vergangen sein. Euch. Ich glaube, sie wollen einfach nur gegen uns spielen. Klar können wir gegen die spielen. Aber wenn wir gewinnen, wird die Vergangenheit wieder hergestellt. Ja, ja, in Ordnung. Falls sie gewinnt. Will dann 5 gegen 5 sein? Ist es nicht komisch, dass dann 5 von ihnen gekommen sind? Verstehen sie nicht mal den Kommando von Eldorado? Das könnte stimmen. Aber warum wollen sie dann gegen uns antreten? Keine Ahnung. Aber hey, das ist unsere Chance, endlich mal das Ausrüsten von Kampfgeistern in einem echten Spiel zu üben. Das ging vorher ja gar nicht. Wir haben ja nur schon gefühlt 5-6 Mal gespielt. Stimmt. Ha. Rechnet euch wirklich Chancen aus? Macht euch doch nicht lächerlich. Besiege das letzte Kommando A5. Oh, was haben wir hier schon wieder? Schönes. Ich muss gestehen, ich habe mal wieder Krokettenalarm. Das Wichtigste. Mit Kürbis der Tomate geht es am besten 10 gewesen. Junge, die Luft hier auf Sanctum ist zu rein. Es riecht nach Frühling hier. Voll anders als in der Stadt. Hier würde ich gerne mal zum Picknicken herkommen. Nun, Jade, eine Romantikerin. Aber der Wind bringt meine Haare immer so durcheinander. Ach, Ricardo, okay. Komisch. Meine Fresse. Handtuch gesucht. Ob es jemand geklaut hat? Wie sollte jemand so ein altes Handtuch mopsen? Glaube ich nicht. Oh. Euer Spitzentrainer und Geschäftschauffeur hat gerade ein Handtuch gefunden. Ich gebe es dir später, Victor. Ja. Bolschoce spasibo. Keine Ursache. Das fände ich mutiger von einem Fußballer.
Das finde ich mutig von einem Fußballer, ein Handtuch mit Blümchen zu benutzen. Respekt. Wie bitte? Blümchen? Aber dann ist das ganz sicher nicht mein Handtuch. Oh, sind die Blümchen etwa Rosa Gerbera? Das sind dann meine. Hört mal Leute, ihr könnt doch nicht ständig eure Sachen in den Bus lassen. Das sind sensible Techniken. Keine Wäscheklammer. Wäschekammer. Das ist sensible Technik, keine Wäschekammer. Jetzt check ich's. Achtet bitte darauf, dass ihr keine Dinge aus eurer Zeit in anderen Epochen vergesst. Vielleicht ein schönes Smartphone in der Steinzeit? Da können die Dinos rumtelefonieren, nicht AD, AD, Herr GB ist gemeint. Genau deshalb posten wir doch hier. Ich hatte es schon in der Spinne getan. Entschuldigung, Hashtag verplant. Edward, sie haben jetzt alle. Jetzt geile da. Übrigens, wann tanzt ihr eigentlich mal? Hm? Tanzen? Wir tanzen immer vor Freude, wenn wir ein Tor schießen. Meinst du das? Ja. Nein. Managerin machen doch auch sowas. Schwingen die Beine in die Luft oder so. Oder? Geht vielleicht in der Zukunft? Vielleicht spreizen sie die Beine eher, keine Ahnung. Ich fürchte, du verwechselst gerade Managerin mit Cheerleaderinnen. Oder so. So, was ist das denn? Der ist wirklich süß, Veriuma. Zunderbär, wo bist du? Da, unter Victor Sitz. Ah, jetzt ist er weggerollt. Ich sehe ihn. Ryuma, er ist unter dir. Ah, jetzt ist er bei mir. Kommt zu Rosie, Zunderbär. Zunderbär? Hey, komm doch wieder. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Den schnappe ich mir. Ed Arion, unter deinen Sitz. Hab ihn, haha. Hurra, ein Triumph für die Bärenwelt. Das ist so dumm, aber irgendwie schon ganz lustig. Und dann eben als Kind, dann haben wir es mal wieder. Für heute geschafft. Der Wunderbär hat leider recht. Vraiment? So funktioniert die Zeit nun mal. Man darf sie einfach nicht verändern, wenn man nicht unbedingt muss. Man weiß nie, was für Folgen haben kann. Ja, das klingt einleuchtend. Okay, gut, dann würden wir sagen, das Match gegen Ginyu Sonderkommando auf 5 machen wir dann im nächsten Part. Gott, wie dumm das einfach nur war. Oh, das brauche ich für Instagram. Waterfall, cool. Gut, und wie gesagt, das Match machen wir dann im nächsten Part. Also, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao.